Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Hermesbote war gerade bei mir. Der netteste Hermesbote, den ich einfach kenne. Zettel im Briefkasten. Falls das hier jemals sehen wirst, sei gegrüßt. So, mein ganzer Hals ist rechts irgendwie nass. Ich hab das Gefühl, ich blute aus der Hauptschlagader. Ich glaube, das war aber nur, weil das Waschbecken ein bisschen gespritzt hat. Ja, das, huch! Was ist das denn? Ist das der Lurker, der das Ding angreift, vielleicht? Den Damm da umgräbt, oder was das ist? Dammlurker, ja! Ich sag ja, diese Dinger haben irgendwie immer solche Namen. Ne? Muss man nicht verstehen, ne? Jetzt macht es wieder keinen Schaden. Muss es nicht verstehen. Ich kann es ja mit ein bisschen Pulling versuchen. Vielleicht hilft das. Kannst du mir hier gerade sehr gut vorstellen. Hallo. Man weiß, im ersten Schlag mache ich einfach direkt so 80-90% Schaden, ne? Aber jetzt. Oh, da kann ich mir gar nichts. Ja, hallo. Oh, das ist nervtötend. Aber vielleicht helfen ja gleich die anderen. Ich komme, Leute, ich komme mit Geschenken im Sack. Oder Kindern. Was? Das sind nicht mal hier Highground bringt was. Her. Hallo? Du willst doch gegen den Typen da kämpfen. Gegen das Viech. Ich gehe. Hilfe holen, ja. Ich sehe es schon. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich mache. In die Bar locken geht bestimmt immer. Erstmal Wir sind nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oh! Mensch. Da kann man ja schon mal klatschen, finde ich. So, aber erstmal werden ein paar Waldbeeren gegessen. Ich hätte jetzt gerne Lust auf irgendwie so ein paar Erdbeeren mit Zucker und Sahne. Ich glaube, ich gehe diesen Sommer Erdbeeren pflücken. Habe ich gerade mal so für mich entschlossen. Beschlossen, nicht end. Ich bin entschlossen, dass ich das mache. Was ist denn der Typ bin? Hallo. Hallo. Ist er jetzt weggerannt, oder was? Ja, wer ist Söldner? Du sag mal, wo bist du? Schlafe mal. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich. Weil das dann wieder quasi resettet wird. So. Das finde ich echt gut. Ne? Da kann sich tatsächlich sogar Skyrim was abschneiden. Das, das Warten, hey, sage ich mal. So. Dass sogar das Warten und Schlafen, dass das halt ohne jegliche Verzögerung, dass das halt instant geht. Das finde ich. Da können sie sich echt was abschneiden. Ach, siehst du, guck mal, hat doch geklappt. Jetzt ist er dann nämlich wieder auf der Brücke, auf dem Damm. Und, ja.
Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Ja, danke. Haben wir das gemacht, ne? Was wäre dann noch? Krautverkäufer? Ratio. Ausbruchsplan. Okay, ja, da ist ja noch nicht so viel Neues. Ich würde sagen, dass sich sowas, also erfahrungsgemäß lässt sich sowas halt immer am sinnvollsten und einfachsten lösen, wenn ich halt weiter durch die Stadt gehe. Und hier ist die große Stadt. Das neue Lager. Ich finde, das ist schön von der Aufmachung. Das gefällt mir fast mehr als das alte mit dem Außenring. Scheik! Mensch. Alter Genauwe. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Nett. Alter, kann man schon mal sagen, das ist, Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Solange ich damit nichts zu tun habe. Go on. Bis später. Aber jetzt für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ja. Okay, das, unfreundlicher sind die Leute zumindest. Huch. Aber wenn du meinst. Ja, ja. So, Söldner. Wer bist du? Blade. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Na, ganz ehrlich? Du bist doch Matt Damon oder Ben Affleck, einer von den beiden. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Aha. Also das passiert mir nicht. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Ich will mit ihm mal reden. Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Mhm. Ja, Guan, weiß ich. Wo finde ich einen der Magier? Normalerweise leben sie zurückgezogen im oberen Teil der Höhle. Aber am Erzhaufen, in der Mitte der Höhle, kannst du manchmal einen von ihnen treffen. Ja, okay, gut. Man darf auch nicht alles Hey du! Gut! Was hast du da? Mach das nicht nochmal! Ja, ganz ruhig. Wolf! Mensch, hallo. Andy, bist du's? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Aha. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Na dann. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Okay. Ich suche eine bessere Rüstung. Ja. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Manche lernen gar nichts dazu. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Ich glaube, die habe ich gefunden, kann das sein? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja dann. Oh, der 1400. Oh, das ist aber ein guter Handelspartner, würde ich mal sagen. Hier, Lurker klauen, da kannst du auch was mit anfangen, oder? Ne, hier, Wolfsfelle willst du ja sowieso haben, habe ich gehört. Flügel sind ja quasi wie, als wären das Felle. Ja, Orksfelle und Zähne. Das sind doch die Sachen, die du brauchst, habe ich gehört. Krallen. Das sind die Sachen, die du brauchst, aber ich nicht. Ein Trollfell, ein paar Fackeln. Die Klaue des Dammlurkers.
Wenn du meinst. Dann kaufe ich lieber nichts von. Ja, auch nicht. Ich kann das Essen ja immer gebrauchen, schließlich, ne? Ja. So, hier bei den Waffen habe ich auch noch ein paar Sachen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Spitzhacke hier, ein rostiges Schwert. Noch eins, noch eins, noch eins. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsinn. Noch eins. Alle Geschichte. Gequatscht wird viel. Frage ist doch, das, was ich, was den meisten Schaden hat, hab ich doch, ne? Will ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, das war nicht besonders schlau. So, das ist das da oben, das hat nämlich 50. So. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Der hat, wieso hat der plötzlich so viel Erz? Naja, wir machen jetzt einfach wieder ein paar Tausender reicher, ne? Das geht immer. So, 500. Ja, das war nicht besonders schlau. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. So. Perfekt. Und ich habe noch mehr Geld. Für Sachen bekommen, die kein Mensch gebrauchen kann. Banditen, Banditen, Banditen. Das ganze Gesetz. Homer ist wieder hier. Quatsch! Mensch, bist du aus Fallout hergeschlichen? Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Soll ich dafür sorgen, dass dir deine Fresse selbst nicht mehr gefällt? Das werde ich gut hinkriegen. Wetsch! Mensch, oh, jetzt hätte ich auch Lust zu gerne auf Katapult. Hey, du! Wer? Ich? Nein. Genau du! Komm mal her! Ich stehe direkt vor dir! Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Wieso? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Ach wieso, ich dachte, er wäre freundlich. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Nun, Schleichen, Taschendiebstahl, boah, alles nicht. Oh. Ach, das ist wieder nur ein Badit. Vielleicht, ich könnte eine Prügelei, hätte ich Lust drauf gerade. Kennt man ja so die Sätze, ne? Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. So. Oh. Oh, das ist der Erzhaufen da hinten. Ah. Gut, das zu wissen. So, in den Häusern ist ja. Wir sind ja alle draußen. Die Häuser sind ja jetzt noch nicht so groß, dass man sagen kann, na, steht da draußen lieber. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Das finde ich sehr schade, im Gegensatz zu Skyrim oder Fallout, also wo die Kunden hier nie verteilt werden. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ich kenne so einen Typen, ne? Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Aha. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt.
Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Ja, dann mach ich mal. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Ja, dann mach mal. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Ja, aber ich bin doch auch vielleicht Kunde. Ich habe das Kraut verteilt. Nein, habe ich nicht. So, da gibt es aber schon auch wieder Leute mit Namen, denen ich das einfach geben kann. Ja, ne? Smoke Weed every day. Wir werden jetzt erstmal, werden wir Dealer. Das ist ganz wichtig. Man kommt in eine neue Stadt und dealt. Kenne ich nicht anders. Soll ich den normalen geben oder was? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Mhm. Ja, da habe ich dir einfach direkt jemanden, der keinen Namen hat, das gegeben. Das ist nicht gut. Batsch, hallo, Batsch. Batsch, Delorian. Ich halte mich da lieber raus. War nicht besonders schlau. Gut, dann nicht. Will Homer das vielleicht haben? Hallo, oh. hallo! Das ist eine Gesprächsoption. Könnte ich bitte... Alles klar, Bam Dam? Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts, klein. Gut. Okay, dann mache ich das wohl eher mit dem Kraut. An den normalen Leuten, so. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Also 2 Leute haben was. Das ist genau wie diese Wasseraufgabe einfach, ne? Hier sogar gleich Doppelkunden, Mensch. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja. Ah, ne? Das sind Gratisproben. Vor allem, die geben mir halt Geld für Gratisproben. Das finde ich gut. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Danke, Brat. So, Bratanivic. Du siehst doch aus, hey. Ja, hier. Hör mal. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Mhm. Du sag mal, ne? Ich will was für dich. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, ja. Erstmal wird das Dope hier gedealt. Kann ich dem was verkaufen, vielleicht? Kann ich den da oben vielleicht was verkaufen? Hier, dieser Söldner wollen das doch bestimmt auch. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja. Blade kriegt nix. Der soll clean bleiben. Ja, große Kundschaft. Also das passiert mir nicht nochmal. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Weißt, ne? So. Ja, willst du? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Wer ist das denn, Torloff? Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Aha. Ja, mit dem kann ich nicht Hasch ticken. So, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Drogen ihr Warum nicht?
Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, ich selbst jetzt noch nicht. Aber ihr seid ja bestimmt alle, ne? Willst du etwas Sumpf? Ihr seid am Arsch! Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast. Du ich glaube, ich habe das verkauft. 1, 2, 3, 4. Habe ich schon als Kunden gewonnen. 5. 7, 8, 9, ja, das sind 10 Stück gewesen, ganz sicher. Kronos, war der eine Uhr oder was? Weiß auch irgendwie, Bio, Kronos Bio, irgendwie so. Was sollte in der Ruhe? Oder nee? Nee, irgendwie so. Kronos, irgendwas mit Kronos. Ja, ist klar, weil Kronos halt irgendwas, ne, heißt ja Uhr. So, ich hab das Zeug verdaut. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie klar. Soll deine Belohnung aussehen? Ja, wenn schon die Spruchrollen. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Ich nehme die 3 Spruchrollen. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. Also auf jeden Fall Pyrokinese hört sich interessant an. Also wichtig zumindest. Schlaf geht auch immer und Windfaust. Das waren 3. Verwende sie weise. Ja, mache ich. Gegen weise verwende ich die. Gottes Willen, war das schlecht. Ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen und tschüss.